Oh, oder das ist der Zwerg, der uns die Ratten hat töten lassen. Na gut. Das ist eine lange Geschichte, Arcanes, und ich habe wirklich keine Zeit, sie euch zu erzählen. Hinfort mit euch, sonst ergeht es euch wie die Dreppin. Das ist ja fast eine Drohung. Und das andere suggeriert, dass er auch ein Doppelgänger ist. Was ist, wenn er der wirkliche Typ ist? Na gut, nehme ich das untere. Wie ihr befehlt, so soll es sein. Kamerad, kommt. Deda, Gerugon hat gesprochen. Ja, gut. Also bringen die jetzt sich wirklich in Sicherheit und waren keine Doppelgänger. Das ist doch schön. So, das ist jetzt der letzte Raum, denke ich mal. Oh, okay, und da kommt der Zwerg mit den Ratten. Spion, Verräter, kämpft doch für die Ratten. Dreht euer Fähnchen schön im Wind, schön im Wind. Wir haben einen Namen für Typen eurer Sorte. Rattenbastard. Jawohl, Rattenbastard. Und bisher habe ich die noch alle eigenhändig gehängt. Ja, okay. Die Ratten haben uns bezahlt, dich zu töten, alter Mann. Und noch eine leere Kammer. Na gut, dann flitzt das Eichhörnchen Gerogon mal kurz nach unten. Nö, hier geht's nicht weiter. Oh, Falle. Aber die können wir trost ignorieren. Was machst du denn noch hier? So, das heißt, es geht nur noch hier oben weiter. Und da auch nicht mehr allzu weit, weil die Karte bald zu Ende ist. So, was haben wir noch für Tränke? Der kann mal dahin. Ja, den behalt erstmal. Müssen unbedingt bald verkaufen. Und den Dulax-Turm. So, die können auch später weg. Oh, was wird das eigentlich für ein Ring? Feuerschutzring. 40% gegen Feuer. Den hätten wir auf jeden Fall im Dulax-Turm benutzen können. Den hätten wir einfach ihn hier vorgeschickt. Hätte fast keinen Schaden bekommen, alles wäre gut gewesen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Eisschutzring, einen Säureschutzring und was war das andere? So, immerhin vor. Oh. Peter, Wanderer, Elminster. Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. Gerugon, hört sofort mit diesem Unfug auf. Kind, ich bitte euch. Ihr habt diese Hallen mit dem Blut Unschuldiger getränkt und ich kann das nicht länger durchgehen lassen. Ja, nee, Unschuldige. Bleibt dort, bleibt, wo ihr seid. Euer Begleiter trägt das Gesicht meines Stiefvaters und ich weiß, dass er tot Wach ist. auf, mein Mündel. Wach auf und bestehe die schrecklichen Prüfungen, die dir bevorstehen. Ist schon gut, Gerogon. Alles in Ordnung. Ich bin in der Nacht damals nicht umgekommen und ich lebe immer noch. Die Klinge, die mich deiner Meinung nach tötete, war mit einem magischen Gift behandelt. So habe ich eine lebende Seele und einen lebenden Geist gefangen in einem Körper weitergelebt, der aussah, als ob ich tot wäre. Der Mann, den ihr je nach gesehen habt, wird Sirevok genannt. Seit 3 Tagen befindet er sich unter dem Alias Kovaras. Lest seinen Namen einmal von hinten, in der Burg. Thestoril hielt ein Auge auf ihn, aber in unserer Einfalt dachten wir nicht, dass er Verbündete hätte. Bitte, mein Kind, ich habe dich zu sehr in mein Herz geschlossen, als dass ich dich jetzt verlieren wollte. Sei gegrüßt, junger Mensch. Und da es Thestoril uns befreit hat, Elminster und ich hatten diese Vermutung schon eine ganze Weile. Als Serevok nun endlich seinen Bau verließ, konnten Elminster euren Ziehvater suchen und ihn in Sicherheit bringen. Vergebt mir, Gerogon, ich hätte euch schon früher davon erzählen sollen. Aber eure Hoffnung schüren und sie anschließend wieder in Stücke bersten sehen, das hätte selbst ich, alter Knochen, nicht übers Herz gebracht. Also so weit klingt es schon fast plausibel, was die da sagen. Bitte, Kind, steckt die Waffe in die Scheide und eure Wut ebenso. Kommt mit uns und wir bringen uns euch endlich in Sicherheit. Ja, es macht zwar Sinn, was sie sagen, aber alles bis auf eine Sache, dass wir die Mauern nicht in unschuldigem Blut getränkt haben. Wir haben einen einzigen umgebracht, den wir nicht hätten umbringen sollen. Und das war ein Mönch oben bei Rielta.
Und so unschuldig kann er nicht gewesen sein, sonst wäre er einfach weggelaufen. Also nehmen wir Nummer 3. Ihr sagtet, diese Mauern seien mit unschuldigem Blut getränkt. Wer war es, der mich durch diese elenden Hallen jagte, meinen Namen in Stimmen rief, die ich einst kannte, nur um sich mir zu nähern und mich in trügerische Form anzugreifen? Wenn die Zeit gekommen ist, wird man dir alles erklären. Das ist ein doofer Satz. Wenn die Zeit gekommen ist, wird man dir alles erklären. Bisher wurde uns nie irgendwas erklärt und wir sind schon ein halbes Jahr unterwegs. Bei allem Wohlwollen, Gerugon, was haben Sie mit eurem Verstand angerichtet, dass ihr euch so quält? Euer alter Freund Dreppin liegt hier in seinen eigenen Eingeweiden und Flydia, so dumm, euch ihre mütterliche Fürsorge anzubieten, rennt herunter und ihr schlachtet sie ab wie ein Ungeheuer, das für euch zu sein schien. Die Götter haben keine Gnade mit uns fehlerhaften Sterblichen, wie es scheint. Ich bin ein tatteriger alter Esel, dass ich es so weit habe kommen lassen. Da stand ich, Elminster der Arrogante, anfeuernd und anspornend, aber nie selbst aktiv dabei. Der mächtigste Magier der Reiche, reduziert zu einem armseligen Puppenspieler. Hört mir gut zu, Gerugon. Mit der Hilfe von Doppelgängern und ein bisschen mächtiger Magie hat Zerovok euch mit einer riesigen und furchteinflößenden Illusion umhüllt. Ich war mir nicht sicher, ob ich diese Hülle jemals durchbrechen könnte, um zu euch vorzustoßen. Jetzt ist die Zeit gekommen für einen Sprung ins Ungewisse, mein Kind. Ihr müsst diese üble Illusion abschütteln und euch uns anvertrauen, damit wir euch zurück in die Realität führen können, in der Zerovok verwundbar ist. Das könnte man fast glauben. Also sie haben sich durch fast nichts verraten, denn es könnte wirklich so sein, dass wir einfach nur verrückt geworden sind, was ganz cool wäre, so von der Spüldynamik her, dass wir verrückt geworden sind und halt wirklich Unschuldige umgebracht haben. Wenn das Wahnsinn ist, dann lasst ihn mir. Na gut, wir vertrauen ihm jetzt einfach mal. Ich träume nur von einem warmen Bett und einem Licht, das mich aus diesem Albtraum erlöst. Ich folge euch, Elminster, und ich vertraue euch ganz. Das nehme ich jetzt nicht als Spieler, sondern als Gerugon. Weil der hat wirklich scheiße viel durchgemacht in seiner bisherigen Existenz. Und das ist genau das, was er jetzt glauben möchte. Bleibt in der Nähe, Gerugon. Entfernt euch nicht zu weit von mir, denn Ungeheuer, Eingebildete und Echte lauern auch weiter hinter jeder Ecke. Ich werde euch weitere Anweisungen geben, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also folgen wir ihm mal. Die Räume ignorieren wir gekonnt, weil er ziemlich schnell voranläuft. Ja, und einer von seinen Freunden hat sich gerade in Doppelgänger verwandelt. Ja, ist doch zu viel verlangt gewesen, so eine komplizierte Story aufzubauen. Aber in sich finde ich die Idee nicht schlecht. Die wurde zwar schon häufig benutzt, also später als das Spiel gemacht wurde, auch wenn es keine sehr originelle Idee ist, aber trotzdem. Oh, es werden langsam ganz schön viele. Und da scheint auch ein größerer dabei zu sein, weil die zaubern. Aber was ich gerade sagen wollte, also die Idee, dass der Hauptcharakter verrückt ist und sich alles nur einbildet und eigentlich die ganze Zeit schlechte Dinge getan hat, ist an sich eine ganz coole. Da kann man sehr viel draus machen. Aber meistens ist dann halt nur ein Traum oder Drogen oder sonst irgendwas. Aber wirklich einmal total umgesetzt hat das, glaube ich, noch keiner. Also dass der Held wirklich ein Bösewicht ist. Und einfach nur verrückt. So. Der hat ganz viele Spiegelbilder. Na gut, magische Geschosse. Da drauf. Du bist dann wohl das Spiegelbild vom Elminster. Hm? Also der Doppelgänger von Elminster. So, du heil mal Gerugon. Nein, nicht Unsichtbares entdecken. Du heil mal Gerugon. Du heil dich selbst. Und Düna hier schießt weiter. Auf Möchtegern Elminster. Hält gut was aus für so einen alten Mann. Der wird schon mal tot. Alle fliehen. Ja.
Also das war jetzt ein größerer und fünf kleine. Das kann mit den drei größeren, die wir in Durlaks Turm getroffen haben, nicht wirklich mithalten. So, jetzt stirbst du auch noch. Eine Silberkette. So. Das müsste nur Gold sein. Hm? Ja, billiger Edelstein. Nö. Wir wollen kein Gold mehr. Da ist nix. Nix. Ja, also die haben uns jetzt einfach nur weiter reingelockt, damit ihre Freunde aus den Räumen rauskommen können. Hätten sie auch was Besseres einfallen lassen können. Dass sie uns irgendwo wegteleportieren in einen anderen Bereich des Dungeons, wo noch viel mehr Monster sind oder so. Aber naja. Jetzt scheint es hier weiterzugehen. Davor speichern wir aber doch mal wieder ab. LP. Nicht L kleiner gleich P. 91.